Heute in dieser Folge Bed Wars Beta werden wir eine Challenge machen, die jemand in den Kommentaren geschrieben hat. Da nochmal vielen, vielen Dank an Alex Kaminski müsste das gewesen sein. So, dann nochmal vielen Dank an dich für die simple kleine Challenge. Ist eine gute Idee, die machen wir diese Folge. Aber vorab, man kann hier vorne jetzt vor der Beta, nochmal Leute, haben wieder welche gefragt, wenn ihr euch zu Bed Wars teleportiert, auf Gommel umdrehen, dort sind die Beta-Schilder. Da kann man jetzt seine Meinung abgeben. Zu den Items, zum Beispiel zu den Schuhen, ne? Ja, nein, generell nicht. Ja, in Bed Wars und Clan Bed Wars. Ja, aber nur in Bed Wars. Da ich Clan Bed Wars nicht spiele, möchte ich nicht für die Bed Wars, Clan Bed Wars Szene mit abstimmen, sondern werde sagen, nur in Bed Wars. Da ich kein Clan Bed Wars spiele, möchte ich nicht sagen, ja, Clan Bed Wars. Und dann ist das für die vielleicht voll scheiße, nur weil jetzt die Mehrheit schreibt, ja, auch in Clan Bed Wars, die vielleicht gar kein Clan Bed Wars spielen wie ich. Deswegen schreibe ich, ja. Im Bed Wars, denn die Schuhe haben mir oft das Leben gerettet. Den Soforttod habe ich jetzt nicht benutzt bisher, ne? Stell mir das aber nützlich vor, auf jeden Fall. Den Spion habe ich, den fand ich irgendwie nicht so wichtig jetzt im Bed Wars für mich persönlich. Ich habe ihn benutzt, aber ich werde nicht irgendwie ihn benutzen, um gucken zu gehen, was gerade der Gegner macht. Da werde ich einfach so rübergehen, ne? Deswegen, das Packeis. Habe ich das Packeis benutzt? Die Wolkenblöcke, ja. Diese Silberfischblöcke, ja. Und das Packeis habe ich nicht benutzt, tatsächlich. Wenn mir das gerade so einfällt, müssen wir noch machen. Die heutige tolle Bed Wars Beta Challenge ist simpel. Sehr simpel, aber auch sehr, sehr tödlich, um ehrlich zu sein. Denn wir müssen uns und dürfen uns nur mit Wolkenblöcken bauen. Egal wohin. Ne? Klingt erst so, ja, okay, ne? Krasse Story, wow. Aber stellt euch vor, wir bauen uns in die Mitte. Da braucht man sehr, sehr, sehr viele Blöcke für. Wollen dann vielleicht noch woanders hin oder zurück. Und haben auf jeden Fall nicht genug Blöcke dabei. Oder wir bauen uns darüber und haben nicht genug Blöcke dabei. Dann ist vorbei. Dann fahren wir runter und sind tot. Und haben wieder alles verloren. Ne? Also, ich glaube, das geht ganz schnell, dass man sich verrechnet, verkalkuliert. Alleine die Strecke könnte ich jetzt nicht sagen, wie viele Blöcke ich da brauche, ne? Ich glaube, das könnte ganz, ganz schnell gehen, dass du da echt verkackst. Da muss man dann aufpassen. 32 Blöcke. Ich hoffe einfach mal, das reicht. Wenn nicht, ist gleich vorbei. Dann ist Feierabend, ne? So. Und deswegen glaube ich, das könnte ganz lustig werden. Ich hoffe aber, alles klappt einfach ganz easy. Ja? Ich glaube, ich habe mich schon jetzt verrechnet. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube einfach, dass das... Das reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Ach nein. Oh, Leute, das meine ich. Wow, direkt einen super tollen Fehler machen. Das ist mein Ding. Ach Gott, Gott, Gott. Wie schaffe ich das nur jedes Mal, so einen Fehler hier zu machen? Das sind tödliche Fehler, die mir nicht passieren dürfen. Mann. Und aus diesem Grund wird das ganz witzig, glaube ich. So. Und direkt verkacken und runterfallen. Ach, Mann. Komm, wir nehmen noch ein Schwert mit. Na gut, wir nehmen kein Schwert mit. Werf weg. So, jetzt sollten die Blöcke aber reichen. Hoffe ich. Wieder sehr schön. So, ich nehme einen ganzen Stack mit. Perfekto. Und auf geht's. Und auf geht's. Oder auch nicht. Ach Mann. So jetzt. Hopp, hopp, hopp. 60 Blöcke. Das muss reichen. Ach Mann. Und man hat auch keine Zeit. Man muss halt reagieren. Du hast nur 10 Sekunden auf den Blöcken. Wenn da jetzt der Gegner steht, muss ich halt irgendwie handeln. Irgendwas machen. Einfach, weil der Typ da steht. Und ah, nein. Das ist echt böse. Ach komm, ey, mach doch noch Selbstmord. Leute, kein Glück. In dieser Runde, die Runde wird nicht meine Runde. Das sage ich euch jetzt schon. Das wird eine Trauerrunde. Eine Trauerrunde. Ach du Kacke, Mann. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Ja, ich hole mir direkt 2 Knockback-Sticks. Warum nicht? Ich gönn mir. Ich hätte genug eine Harnisch. Ich hätte genug ein bisschen Essen. Und auf jeden Fall mehr Wolkenblöcke. Mehr Wolkenblöcke. So, Eisen spawnt gleich noch. Wunderbar.
Puh, ich hoffe, wir schaffen das. Der eine hat nämlich schon Gold. Das könnte sehr, sehr böse enden. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen mit Dings arbeiten. Warum habe ich jetzt zweimal die falsche Harnisch gekauft? Was ist jetzt mit meinem Gehirn los? Egal. Ganz awkward. Ich weiß nicht, was gerade ich gedacht habe. Ich habe den Ultra-Denkfehler meines Lebens. Mann, Mann, Mann. Ich wollte eine aus all... Hä? Was ist los? Ich denke total falsch. So, vielleicht muss man da ein bisschen mit den Teleportier-Dings arbeiten, ne? Dass man sich wegteleportiert. Nach Hause, wenn man in der Mitte war zum Beispiel. Ne? Eine Möglichkeit. Ein bisschen mit den Teleporter arbeiten. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt erstmal hopp, hopp. So. So. Dass er sich ja nicht wieder hier hochbaut. Na, wo ist er denn? Ist da noch ein anderer gewesen? Da ist gerade einer runtergefallen. Pink ist gestorben. Okay. Au. Ich habe kein Schwert. Ich habe einfach kein Schwert dabei. Ich habe einfach kein... Hey Leute, das ist mein erster Fehler wieder. Was mit... Bleib da drinne. Oh Gott. Oh. Was ist da? Was zur Hölle? Oh. Herzinfarkt over 9000. Einfach. Mein Gott, was stelle ich hier schon wieder an? Was ist los mit mir? Was ist denn los mit mir? So. Oh. Leute, das war gerade sehr aufregend, muss ich sagen. Sehr aufregend. Die Kombi am Ende hat uns einfach sehr schön den Poppes gerettet. Oh, Mann, oh, Mann. Schön, er hat schon meinen Weg hier ein bisschen gebaut. Immerhin etwas. Aber wahrscheinlich wird Pink einen Bogen haben. Oder so. Ich baue mich mal nach oben. Mal das dahin. So, da ist Pink. Ich schleiche mich mal dahin. Ich möchte ungern, dass er... Genau. 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 Oh. Ah. Er lebt auch noch rot. Und rot hat auf jeden Fall eine Menge Gold. Das schwöre ich euch. Schätze ich mal, oder? Der sieht so nackig aus. Soll ich das bisschen Gold mal safen? 7 Gold? Nee, scheiß drauf. Ich warte, warte. Ich warte nochmal. Eine Ladung nehme ich noch mit. Oh, runtergefallen. Eine Ladung nehme ich noch mit. Ist mir sicherer. Wobei, der geht erstmal zu Orange. Das kann er ruhig machen. Jetzt hau ich ab. Ciao, Rot. Okay. Puh. Das hätten wir auch. Das hätten wir auch. Was gönne ich mir denn mal? Wieder ein Warp-Powder. So, jetzt einen ganz normalen Bogen. Ich möchte unbedingt eine Rettungsplattform dabei haben. Das ist mir jetzt einfach viel sicherer. Weil, falls ich krass verkacke. So. Ich hole mir noch eine. Ich kann mir zwei Rettungsplattformen holen. Ich kann mir eh kein Schwert leisten. Doch, mache ich das. Mache ich das. Gut. Was schmeiße ich denn mal jetzt hier rein? Komm, alles, was ich nicht brauche, kommt einfach mal da rein. Warp Powder brauche ich. So. Und mehr Blöcke und mehr Blöcke. Easy. Easy peasy. Und Feuer! Und Feuer! Und Feuer! Und Feuer! On fire. Ich könnte es schaffen, mich dahin zu bauen.
wenn Pink jetzt abgelenkt ist und erstmal mit Rot beeft, könnte ich es schaffen. Ja doch, muss mich nur beeilen. Ich muss mich nur beeilen, das ist bei Shox. Schön mit den Wolken blocken. Das hat jetzt auch einen Vorteil. Er kann... Oh shit. So. Ja. Oh ja. Ha. So, Feuer. 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 Einfach raufschießen. Einfach nur draufschießen. So, Pink. Unsere Chance. Unsere Chance, das pinke Bett zu holen. Das ist nämlich mit die größte Bedrohung. Er portet sich nach Hause. Damn it. Ach man. Ach man, ey, er mit seinem Dreierbogen. Blöde. Blöde, blöde, blöde. So. Ich komme mir mal ein bisschen was. Ist auch so ein Typ, der spielt mit Cupweb, weißt du? Siehst du direkt. Ach Junge. Ja, Hauptsache der Schwarze safe die ganze Zeit in Ruhe Gold. Na? Mann, Mann, Mann! Das ist so aufregend. So. Jo, danke. Erstmal wegbacken. Schön. Ja. Hauptsache, wir treffen uns beide. Ey, komm schon. Ich müsste ihn noch treffen. So, nächstes. Einfach immer schön heilen. Ja. Na, ja. Ich habe so Angst gerade. Mann, komm schon. So. Oh, wieder einen Shot gegeben. Mann, jetzt aber los hier. Mann. Er ist runtergefallen. Er ist geliebt. Oh. Eigentlich traurig. Trauriges Ende eigentlich, dass er geliebt ist. Aber naja. Er ist geliebt. So. Ist halt leider so, ne? So, ein Schuss. Komm. Na. Ob wir ihn da jetzt so gut treffen, bezweifle ich eher. Shit. Genau getroffen, der Lunke. Der Lunke. Genau getroffen, der Lunke. So. Alter, diese Challenge, ne? Die macht mich fertig. Das Gute ist, er hat keinen Anbau. Oh, wie viel Gold. Wie viel Gold. Perfekt. Perfekt. Gold safen. Gold safen. Gold safen. Ja. Ja. Leute, wir haben das so gut wie in der Tasche. Jetzt bloß keine Fehler machen. Jetzt keine krassen Fehler machen. Dann haben wir es. Dann haben wir es. So. Die brauche ich. Genauso wie ich ein Schwert brauche. Und ich nehme noch einen Stärketrank mit. Safety first. So. Na, wo sind denn meine lustigen Pulver? Da. Perfekt. Perfekt. Was mache ich jetzt? Ist die Frage. Stärketrank, mach ich mal dahin.
Ja, er baut einen Weg. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich traue mich nicht direkt in die Mitte zu werfen. Ist mir persönlich zu riskant gerade. Mann, das ist jetzt echt... Was machst du in der Situation? Ne, das ist einfach nicht easy. Bin ich ehrlich, Leute. Finde ich nicht easy. So. Weiter, weiter, weiter. Bald keine Blöcke mehr. Und? Na? Okay, okay. Keine Panik. Keine Panik. So. Ich hab nicht genug Blöcke, um, glaube ich, zu ihm zu kommen, oder? Habe ich genug? Könnte ich es schaffen? Ich muss das jetzt... Ich darf jetzt echt... Meine Blöcke reichen vielleicht nicht. Und das wäre mega traurig einfach. Oh. Wie habe ich das denn... Wie habe ich ihn getroffen? Wie habe ich ihn getroffen? Ich hacke. Oh lol, wie gut, dass ich hacke. Das hilft mir vielleicht zu gewinnen. Vielleicht hilft es mir, dass ich hacke. So. Wenn ich alles richtig mache, kann ich ihn halt one-hitten. Na... So. So, jetzt. So. So, sehr gut gesichert mit der Truhe. Wo ist er? Nein, nein, nein. Komm, komm, komm. Bitte, bitte. Ja! Wie zur Hölle habe ich das gemacht? Oh mein Gott! Luck. So ein Luck. So ein verdammtes Glück. Er schreibt BG, Mann. Nein, das war so gut. Das war die Bedwars Beta Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Kommentar da lassen, eine Bewertung und bis zu einer anderen Folge. Ciao!